Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute haben wir mal wieder eine Tradition hier auf dem Channel, nämlich Harrys neuestes Fahrzeug. Harry kennt ihr vielleicht, falls nicht, gibt es einige Videos mit ihm hier auf dem Channel. Aber heute geht es nur um sein neues Auto. Er hatte zuletzt einen RS6, glaube ich, kann man machen, muss man eigentlich nichts dran ändern. Aber er ist jemand, der immer schon sehr, sehr gerne A8 bzw. S8 fährt. Er hatte den S8, also den Vorgänger von diesem Auto, und jetzt hat er auch das neueste Modell der Luxuslimousinen Speerspitze. Und das ist eigentlich kein Auto, das für mich persönlich jetzt in irgendeiner Weise in Frage kommt, aber es ist trotzdem mal was Cooles und mal was anderes, und ich glaube deswegen auch schön, das heute mal ausprobieren zu können und zu checken, wie es so ist. Jetzt ist es natürlich ein Auto, das eigentlich hauptsächlich auch für so einen asiatischen Markt gemacht ist. Bei uns jetzt mit Sicherheit kein Auto, das ganz, ganz viele sich persönlich kaufen. Das ist mehr so für Politiker und Leute, die auch mal chauffiert werden wollen. Ne? Auch wenn hier viel Bums unter der Haube ist. Ne? Wir haben ja 570 PS, V8 Biturbo. Aber eigentlich ist das Interessante, wie man da hinten sitzt. Weil die meisten Leute, glaube ich, gar nicht selber damit fahren, sondern hinten einsteigen und sich chauffieren lassen. Und deswegen wollen wir heute so ein bisschen Transporter-Feeling hier reinbekommen. Und ich werde mich heute mal einfach hinten reinhocken. Das heißt, wir ziehen uns jetzt mal so an, wie das ein richtiger Politiker machen würde, und steigen mal hinten ein und checken mal, was der S8 so kann. Es geht ab, Junge! Es geht ab! Es geht ab! Ab, ey. So! Schnieke! So, Leute! Ich bin ja eigentlich ich bin wirklich kein Anzugträger. Es ist cool, Anzug zu tragen. Aber nicht immer. Aber ich mach das eigentlich nie. Ihr habt natürlich auch erstmal einen Gürtel vergessen. Richtiger Hobby-Anzugträger hier. Aber wir brauchen den richtigen Vibe heute. Wir brauchen einen richtigen Vibe. Ne? Ja. Tobi ist heute mein Fahrer. Ne? Ja. Hier schön am Glitzern, du Lecco mio. Ja, ein Anzug aus dem Jahr 2013. Ja, na bitte. Frisch rausgeputzt, hat er. Frisch rausgeputzt. Findest du ein S8? Absolut geiles Auto. Ich liebe so Limousinen, vor allem sind schön zum Fahren, schön komfortabel, sauschnell. Ich finde, der schaut zu unscheinbar aus, ein bisschen zu brav für meinen Geschmack. So, ich weiß nicht, ich fand der alte S8 sah irgendwie noch ein bisschen, der war irgendwie ein bisschen kräftiger, hatte ich so das Gefühl. Aber gut, du kannst mir jetzt zeigen, wie das geht, oder? Also ja. Wie würde das jetzt, du würdest mir jetzt quasi so aufmachen, oder? Wichtige Sonnenbrille aufsetzen. Ich komme jetzt gerade von meinem Termin, von meinem politischen Gespräch, von meiner Diskussionsrunde. Ja. Im Allgäuer Brauhaus habe ich wieder eine Rede geschwungen. Jetzt würde ich gerne heimfahren. Jetzt habe ich schon 4 Bier getankt, jetzt kann ich eh nicht mehr fahren, jetzt würde ich gerne, dass du mir da. Okay, alles klar. Dann musst du mir herkommen und ich öffne dir dann die Tür. Ja, genau, ich muss nichts sagen, ich gebe dir nur so ein, dass du Bescheid weißt. Du musst auch noch um dich rumgucken, ne? Das weißt du, ob alles sicher ist. Checken, ob die Lage sicher ist. Einmal nochmal kurz nachfragen auch. Ja. Okay. Er kommt. Alles safe? Okay. Ja. So, Leute. Socken habe ich übrigens auch vergessen, deswegen halt ohne Socken. Aber einfach, damit ihr auch mal dieses Feeling habt, ne? Wie man hier schön drin sitzt. Beifreiheit ist gut, könnte aber auch noch wilder sein, muss man sagen. Ne? Also ist jetzt nicht crazy. So, guten Tag. Guten Tag gehabt. So, ihr habt mit dir die Bildschirme vor sich, ne? Also jeder hat den. Einmal hier, einmal hier. So, da kann man jetzt hier mit Touchscreen. Kann ich im Internet surfen? Ja, ne? Da habe ich hier Google direkt. Warte mal hier. YouTube. Ja. Ja, Mann. No connection. Fahrzeug kann ich jetzt auch hier. Ah, da sehe ich jetzt gerade. Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Fahrzeit, Durchschnittsverbrauch. Da hat man hier auf jeden Fall so ein paar Infos. Dann gibt es noch die Mittelarmlehne. Das nehmen wir weg. Kann man auch noch hier so runterklappen einmal. Dann hat man hier auch noch mal so ein kleines Tablet. Ja, da kann man jetzt hier auch nochmal Beleuchtung einstellen, Sitze,
Sitzmassage möchte ich auf jeden Fall haben. Schulter, Aktivierung, Intensität, machen wir mal hoch. Und wie ist es bei dir vorne? Sehr angenehm. Ja? Ja, mein Anzug zwickt ein bisschen. Fühlst dich wie ein echter Chauffeur? Wenn ich da losfahre, bestimmt ja. Jetzt noch nicht, jetzt stehe ich ja noch. Aber ja. Sonst, ja. Dann lass uns doch losfahren, ne? Ja. Start mal das Auto. Ist relativ dezent vom Sound her, ne? Schauen wir mal, wenn wir fahren, ob der auch schön Lautstärke hat. Wo soll es denn hingehen, Herr Abt? Wo ist der nächste Termin? Der nächste Termin ist, ich weiß, ich habe keine Termine. Aber keine Termine leichter ein Sitzen. Aber, ich würde sagen, wir fahren einfach mal. Wir lassen uns einfach mal leiten. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Oh, habe ich jetzt noch die. Ey, was machst du jetzt hier wieder, du? Jetzt wollte ich gerade hier noch sagen, schau mal, wie schön, dass da mein RS7R steht. Der schaut nämlich tausendmal schöner aus. Aber ist gleich wieder verdeckt hier. Aber du hast ja mega Beinfreiheit. Ist geil, ne? Aber es ist nicht überkrass. Also ich habe das Gefühl, ich bin schon mal in irgendwelchen Autos gesessen, wo ich das Gefühl hatte, da hatte ich mehr Beinfreiheit. Ich meine, dieses Auto ist natürlich auch, es ist natürlich auch darauf ausgelegt, Komfort zu bieten. Ne? Der hat zum Beispiel eine Sensorik drin, die Hindernisse erkennt. Wenn du jetzt zum Beispiel durch die Stadt fährst und da gibt es so, in vielen Ländern gibt es ja immer so Boller und sowas, wo man drüber muss, dann hebt er automatisch das Fahrwerk an. Also er scannt quasi den Boden und passt sich dem Ganzen an. Ne? Dann hat er auch, ich bin gespannt, ob wir das gleich mal merken, Tobi, der neigt sich in den Kurven. Also sprich, dass du nicht so das Gefühl hast, weißt, dass man nicht immer so, wenn du Kurven fährst, man wankt ja quasi mit. Und das Auto versucht das mit der Luftfederung quasi auszugleichen, indem er eine Neigung reinhaut. Aber ich glaube, du musst vielleicht auch, du bist gerade auf Dynamik, ne? Ja. Mach doch mal, lass uns doch mal mit Komfort Plus anfangen vielleicht. So, was macht er jetzt? Er hebt schon mal an, ne? Man sitzt hier wie auf dem Sofa, ohne Scheiß. Der Sitz ist so angenehm weich. Ultra weich, ne? Ja. Du kannst wirklich Langstrecke, kannst da easy fahren. Also mit dem Bildschirm in die Hinten bin ich bisher noch nicht so zufrieden. Da steht Geschwindigkeit 0 km/h und wir fahren gerade aber 50. Was ist da los? Das stimmt nicht hier ganz. Ja. Ja, schau hier auch. Die Anzeige stimmt irgendwie nicht, oder? Letzte Aktualisierung 11 Uhr. Das weiß ich nicht. Das ist nicht meine Abteilung. Ist nicht deine Abteilung? Meine Abteilung. Was ist deine Abteilung? Fahrer. Fahrer und die Schnauze halt, also, wenn du fahrst. Du. Stehst? Herrlich. Also ohne Scheiß, ist richtig geil. So. Ist schon richtig gemütlich auf jeden Fall hier hinten drin. Auch wenn der immer nur sagt 0 km/h und wir sind. So, Kollege, ist 100, nicht 60. Genau, dann überhol doch mal. Mach doch mal ein sportliches Überholmanöver. Du hast 570 PS. 800 Newtonmeter ist so. Oh, jetzt massiert er mich gut. Jetzt drückt er rein. Komm, Tommy. Ist jetzt schon mein Blinker? Ist der weiß? Jetzt! Jawohl, Junge! Da spür ich die Massage doch gleich doppelt, wenn du hier Gas gibst, ey. Geht schon gut. Geht schon gut, die Kiste, ja. Also, das, Leute, nur zur Information, das Auto jetzt hier ist komplett Serie, ne? Also, wir haben die 500, ich glaube 571 PS ist die Angabe, auch so eine richtig weirde Angabe, 800 Newtonmeter. Aber es gibt eine Leistungssteigerung von uns auf 700 PS. Also, da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben. Der hier ist aber jetzt gerade frisch eingetroffen, der hat es noch nicht drin, ne? Merkt man das jetzt, dass der sich neigt? Ich weiß gar nicht. Ich fand es jetzt sehr angenehm im Kreisverkehr. Ja, ein bisschen schon, oder? Ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt einbilde, aber ich habe auch das Gefühl, dass man, obwohl du relativ stark lenkst, nicht so stark dieses Gefühl hat, dass man hier hin und her fliegt. Ja, ich auch nicht auf dem Fahrersitz. Schauen wir mal auf der Autobahnauffahrt. Ja, jetzt müssen wir mal brettern.
So, das war eine herrliche Fahrt, lieber Tobias. Das war wunderschön, aber wunderschön. Da ich leider nicht als Chauffierender geboren bin, sondern als Fahrer, war ich jetzt mal noch. Du darfst hinten reinhocken und dann drücken wir jetzt das Ding mal noch ein bisschen, weil da ist schon ein bisschen Bums da. Und ich glaube, es ist auch witzig, mal so ein Schiff mit so einem Fahrwerk auch mal ein bisschen ans Limit zu bringen. Deswegen steig ich mal wieder vorne ein. So. Also ich muss sagen, wenn man hier vorne anmacht, hört man fast gar nicht, oder? Mhm. Hinten hört man, ne? Aber hier, also hier vorne ist ja ultra leise. So, Komfort Plus hatten wir jetzt schon. Man kann natürlich jetzt hier wieder einstellen, ne? Efficiency, Auto, Dynamic. Komfort Plus ist neu, also das hat nur der hier. Ich glaube, es soll nochmal verdeutlichen, dass hier nochmal ein bisschen mehr Komfort ist, wie jetzt in anderen Komfortstufen, ne? So, es segelt vorwärts. Wo sind die Getränke? Das ist eine gute Frage, ich habe auch einen Durst wie Sau, du. Ja, da ist doch Druck drauf, du. Da ist doch Druck drauf. Kann man schon mal reintreten hier. So, jetzt kommen wir mal zum spaßigen Teil hier. 150 haben wir auf der Uhr. 180 haben wir auf der Uhr. Ich bin ein guter Chauffeur, oder? 200 haben wir auf der Uhr. Schneller Chauffeur auf jeden Fall. 220 ist auf der Uhr. Na bitte, 250. 260. Und jetzt ist Feierabend, ne? Jetzt merkst du, wir abriegeln. Ja. 265 laut Tacho ist Maximum, aber da schieb noch weiter, du. Sitzt hier drin wie ein Politiker. Wie der Pascha. Ja, dann könnt ihr mir echt gewinnen, so die Fahrt so zu nutzen. Keine Ahnung. Ich find's entspannt so, oder? Ja, ich find's mega entspannt. Jetzt sind wir wieder zurück auf unser Haus- und Hofstrecke. Boah, uiuiui, Alter. Es war knapp innen. Warum war das knapp? Sah nur so aus, vielleicht täusche ich mich auch. Ach Quatsch, da war ja noch ein 3 Meter Platz. Ja, genau. Jetzt sei doch mal nicht so. Wie letztes Mal bei dem RS7, da war auch noch ein Meter Platz. Da war auch noch ein Meter Platz, ganz ehrlich. Aber jetzt mal ohne Scheiß, liegt ein richtig gutes Auto. Also, da kann man wirklich nichts sagen. Den kannst du schon rumprügeln. Der war noch nicht mal richtig am Limit, habe ich das Gefühl. So, der ist noch nicht mal ausgebrochen hier. Ist irgendwie. Oh, ja. Junge! Ja, ist super. Bremsen geht, genau. Ist wichtig, weißt du? Ja, wichtig. Stell dir mal vor, du bist jetzt wirklich Politiker und du wirst jetzt verfolgt und muss dich jetzt schützen und dann brauchst du schon. Ja, ich muss so eine 180-Grad-Pirouette noch machen, ne? So richtig Transporter. Ja, eigentlich muss ich noch aus dem Flugzeug rausspringen mit dem Auto, aber hab ich halt, da hat das Budget nicht gereicht für das Video, weißt du? Voll geil. Liegt stabil auf jeden Fall. Richtig stabil. Der liegt stabil. Ich meine, natürlich brauchst du auch einen stabilen Fahrer, ganz klare Sache. Aber absolut stabilen Fahrer. Absolut stabil. Hat der auch so ein Zeitmesser drin eigentlich? Nee. Haben die dem nicht gegeben. Wir machen trotzdem noch so 0 auf 100, oder? Okay, den Launch. Keine Ahnung. Ja, vielleicht der Gimbal war das vielleicht. Irgendwas hinten. Statue oder so, scheiße wahrscheinlich. Ist die Leiche im Kofferraum verrutscht. Das ist meine Beschleunigung. Beschleunigung, da kann schon so eine Leiche im Kofferraum kann schon mal hin und her. So, back in the base. Bist super gefahren. Super, gell? Ja. Finde ich auch. Bist super gefahren. Ich muss trotzdem sagen, niemals tauschen gegen links. Shit. Schalten wir aus.
Tür auf. Dann muss ich dir die Tür aufmachen, okay? Ja, bitte. Okay. Verwöhnter Sack, ey, ganz ehrlich. Du liebst es, ne? Danke. Oh, Leute, welchem Team wärt ihr? Wärt ihr Team Beifahrer oder Mitfahrer oder Team selber fahren? Ey? Ist jetzt die Frage. Ich bin definitiv seit heute Team Mitfahrer, Beifahrer. Ja, ne? Team Chauffeur, chauffiert werden. Ja, traumhaft. Ja, herrlich. Also ist jetzt kein Auto, das ich für mich haben wollen würde. Aber ist trotzdem eine geile Experience mal, ne? Ja, voll. Und ich freue mich, wenn ich jetzt den Anzug wieder ausziehen darf und bedanke mich, dass ihr dabei wart, Leute. Tobi, du ziehst den Anzug wieder aus, weil du wirst ein bisschen arrogant gerade, merke ich schon. Das macht ihn ein bisschen arrogant hier gerade. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao, peace.